Hallo und herzlich willkommen zurück zu WWE 2K18, der My-Karriere-Modus von I Am Corbin. Ja, November 2018, vierte Woche, NXT, sprich mit Baron Blade im Produktionsbereich. Okay, dann wollen wir mal gucken, wen wir auf dem Weg dahin auch noch mitnehmen können. Den kenne ich auch noch nicht. Wahrscheinlich auch ein neuer Rare. Tu uns allen einen Gefallen und mach keine Anfängerfehler. Pass auf Root auf. Ja, der Plan, ne? Gut. Root ist gut. Oh, ein tiefer Einblick in die Poren von Mümchen hier. Lustiger Geselle und Triple H ist auch da. Hey Grünschnabel, geh raus und zeig's ihnen. Es spielt keine Rolle, wie lange du schon hier bist. Ich glaube, du hast es echt nicht. Du hast echt was drauf. Ich bin voll gut. Ich kann alles machen, was ich machen tun will. Wenn man mir sagt, was ich machen tun soll. Tippt auf seinem Handy rum. Ich glaube, der hat kein bisschen Zeit für uns. Mal so einen Blick in die Umkleidekabine werfen. Ah, voll leer. Okay, Johnny Gargano. Ja, Moment, Tommaso Ciampa heißt er, ne? Ich bin mir sicher, dass du es bis an die Spitze bringen wirst. Aber bis dahin wird es einige Hindernisse geben. Besonders die McMahons. Sie mögen es nicht, wenn Wrestler so talentiert wie wir sind. Talentiert sind wie wir. Sprich mit... Ja, okay. Verrückt letzte Woche, nicht wahr? Der verrückte letzte Woche, nicht wahr? Es liegt an dir. Und wie du auf all das reagieren willst. Schau dir die Matchcard an. Lass mich wissen. Bla 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 bla. Okay. Mein Gott, die haben ein Grinsen eingebaut. Okay, wir können uns ja aussuchen, was wir machen wollen. Und ich würde sagen, nachdem uns der Bobby The Root angegriffen hatte, haben wir unser Match bestritten. Ich würde sagen, dann ist es mal an der Zeit, dass wir bei ihm mal eingreifen und den mal richtig ordentlich ein vor die Mappe semmeln. Könnte sofort ein Match gegen ihn haben. Promo. Na, da könnten wir den noch ein bisschen beleidigen. Aber ich würde das echt effektiver finden, wenn wir einfach mal hinterrücks, hinterlistig, ja, ihr wisst schon. Aufhauen. Den nehmen wir. Gewinnen diesen Eingriff vor dem Match. Ja, wunderbar. NXT, NXT. Thanks for joining us, everyone. Coming to you live from Orlando, where the attractions are many, but the only one that matters right now is WWE. We got a WWE lineup for the ages, so don't touch that remote. Singles action is up next. You're not going to want to miss this. We have one of our breakout talents taking on some tough competition. Who will reign supreme? Die geilen Ladesequenzen, nur um mal eben schnell zwei, drei johlende Zuschauer da einzublenden, ist schon nicht wirklich schön geregelt hier.
2K, das muss man euch lassen. Okay, und ab geht's. Da kommen auch wir schon. Alles klar. Und jetzt wollen wir den mal richtig ordentlich ein. Habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Ja, genau. Geladener Finisher. Er schubst hier irgendwie nach hinten los. And he hits a vicious neckbreaker. Komm, steh auf, du Lappen. Ja. Going for the big one. Can you see that? I think that's it. Ich glaube, ich habe den falschen Finisher für. Außerhalb des Rings eingestellt, aber immerhin. Haben wir Bobby Roode gezeigt. So lassen wir nicht mit uns rumspringen. Wie du mir, so ich dir. Auge um Auge, Zahn um Zahn, Titel um Titel. Und wir wollen seinen Titel. Wir sind ja immerhin schon in der dritten Woche oder so hier bei NXT. Da wird's langsam Zeit für einen Titelkampf für die sein. Naja, aber ich sag mal, unabhängig davon jetzt, ist es eigentlich doch interessant gemacht. Also ich meine, es gibt viele Elemente, die mich hier noch stören. Wie ich schon erwähnt hatte, diese Leute, die da überall rumrennen, keine Sprachausgabe und so weiter. Aber wenn man das selber spielt, muss ich sagen, hat das doch was. Nicht schlecht. Okay, kein schlechter Abend. Ich denke mal, dass sich das WWE-Universum auf das freut, was du zu bieten hast. Auf deinen NXT-Titelkampf bei TakeOver und auch auf diesen Elan, den du mitbringst. Ich denke mal, sie kapieren es. Titelkampf? Ja, es geht eigentlich um den Bobby, ne? Ehrlich gesagt, möchte ich im Moment einfach nur Bobby ungespitzt in Grund und Boden rammen. Er hält sich für so unglaublich toll. Ich werde ihm das Gegenteil beweisen. Schon irgendwie verrückt. Immerhin hat er es zum NXT-Champion gebracht, nicht wahr? Das kann man nicht bestreiten. Er hat etwas an sich, das mich ihn ungespitzt in Grund und Boden rammen lassen will. Ich würde ihn auch auf dem Parkplatz in Grund und Boden rammen. Aber es ist toll, dass wir stattdessen diesen Kampf haben. Du hast also Spaß, nehme ich an. Sorge für einen guten Kampf. Warum du es auch machst, spielt keine Rolle. Das betrachte ich für meinen Teil als wichtig. Da kommt noch mal ein Grinsen. Ah, hier nicht, okay. Ja, und da war es das auch schon wieder für diese Woche. In Orlando, Florida. Verlasse die Arena, indem du mit dem Parkplatzwärter sprichst. Triple H ist immer böse zu uns.
Er guckt schon so desinteressiert. Ich habe wieder nicht drauf geachtet, ob das die Leute sind, die vorher auch schon hier standen. Ah, komm. Hol mir mein Auto. Sofort. Und beim nächsten Mal geht er schneller. November 2018, das monatliche Pay-Per-View bei NXT. Oha. Oha. So, das ist der Johnny Gargano. Ich wollte nur sagen, dass ich deine Arbeitseinstellung respektiere. Du arbeitest härter als die meisten deiner Mitstreiter. Und mich motiviert das. Es dir gleich zu tun. Du bist ja auch erst, nicht 3 Jahre länger hier als ich oder so. Naja, mach's gut. Ich bekomme immer mehr den Eindruck, die Leute, die hier rumstehen, sind einfach nur nutzlos. Ja. Ja, komm, wir versuchen es einfach nochmal. Hast du Baron Blake gesehen? Keine Ahnung, wohin er sich verzogen hat. Ich habe das Namen. Er steht im Produktionsbereich. Ja. Ich gucke. Ja, wie gesagt, ich meine, okay, irgendwas muss man ja machen. Ne? Ich meine, hätten sie die ganzen Leute hier nicht hingestellt, dann wäre es unglaublich leer. Ich finde, die Gesprächsoption hätten sie dann einfach weglassen können. Oder automatisieren können oder so. Hey, hi, ja, da bist du ja wieder. Hey, lass mich in Ruhe. Genau. Du hast es bis hierher geschafft. Bist du bereit, noch ein Stückchen weiter zu gehen? Na, hoffentlich. Das ist deine erste Chance auf den Titel. Konzentriere dich auf deine Wut oder worauf auch immer sonst. Wie fühlst du dich? Ah, ich bin hochmotiviert. Ich bin hochmotiviert, dass ich es schon so weit geschafft habe. Jetzt geht's ans Eingemachte. Das ist die richtige Einstellung. Geh raus da und begeistere die Leute mit dieser Einstellung. Wenn du diese Chance vermasselst, bin ich es nicht, der dich anschreit. Das wäre zu einfach. Du wirst dich immer und immer wieder selbst anschreien, bis du den Verstand verlierst. Also tu das nicht. Ah, verstanden. Nicht den Verstand verlieren. Ja, stimmt. Das solltest du vermeiden. Du hast doch gesehen, was NXT-Titel Leuten wie Finn, KO und Nakamura gebracht hat, nicht wahr? Das könntest du ebenfalls haben, wenn du gewinnst. Ich bin geboren, das hier zu tun. Ja, das ist schon ziemlich spezifisch, aber hey, mach ruhig und vermasselt's nicht. Okay, ich gehe mal raus und gewinne mal das Ding. Ja, und für diejenigen, die die Anspielung jetzt mit KO, Finn Bella und Shinsuke oder Shinsuke, wie wir das sagen würden, Nakamura, nicht verstanden hat, die hatten relativ schnell den NXT-Titel und sind dann relativ schnell in den Main-Roster gewechselt. Wobei das eigentlich bei allen, außer bei Finn Bella, soweit ich weiß, auch genau so geplant war. Also als der Kevin Owens schon bei NXT aufgetaucht ist, da war eigentlich klar, ja, ich bin dann ein halbes Jahr später, oder wie lange auch immer das war, da bin ich dann im Main Roster. Ah, okay. Wir sind in Ohio. NXT Takeover. Und kämpfen gegen Bobby Roode. Das ist irgendwie,
Ich weiß auch nicht. We've been waiting a long time for this. The championship is up for grabs right here next. We have one of the best talents on the roster to date. Taking on some tough competition. Time to crown a champion. Wir haben schon einen Champion, der muss nicht gekrönt werden. Ja, aber ich finde trotzdem, das geht mir jetzt gerade alles ein bisschen zu schnell eigentlich, ne? Wie gesagt, 3-4 Wochen ist man dann hier. Titelkampf. The following contest is scheduled for one fall. And is for the NXT Championship. Okay, dann lasse ich mal den Entrance auf euch wirken. Ich bin dann pünktlich zum Titelkampf wieder da. But guys, is he ready mentally for this huge opportunity in front of him here? Well, he doesn't look too intimidated right now, Cole. So, yeah, I'd say he's more than ready to take on this challenge. Champ comes into his title defense incredibly confident, Corey. And with good reason, Cole. When you're the champ, you don't have to worry about winning. You just have to make sure you don't lose. That is the champion's advantage. And it seems to me like the champ is eager for the opening bell to sound. Yeah, he's clearly itching to get this match underway, as is this capacity crowd. Sein Auftritt ist irgendwie pompöser als unser. Ja, schick, schick. Man mag auch über Bobby Roode denken, was man will. Ich bin jetzt kein großer Fan, aber der macht seine Sache echt richtig. Introducing the challenger from Germany, weighing in at 320 pounds, the superstar. Introducing the champion. From Toronto, Ontario, Canada, weighing in at 235 pounds, he is the NXT champion, Bobby Roode. Ja, auch diese ganze Entrance-Kiste, also ich finde, das haben die richtig gut hingekriegt, ne? Ich meine, da geht wahrscheinlich noch mehr, aber ich finde, das sieht schon ziemlich gut aus alles. Das Feeling kommt rüber. Man kämpft nur zu wenig in meinem Karrieremodus. Zumindest ist es noch am Anfang so.
anderen Seite muss man ja auch erstmal alles lernen. Ja, genau. Oh, ich muss diese Aktion unbedingt anpassen. Okay, und da geht's auch schon weiter. Wir verschwinden erstmal aus dem Ring, um den Gegner zu verwirren und boxen ihn ein paar Mal in den Rücken. Ja, ja, wir sind egoistisch und hinterlässig. Zack, Body Slam außerhalb des Rings. Ja, gefolgt von einem Knee Drop. Ja. Wir wollen gewinnen, so viel ist schon mal klar. Ein paar Tritte in die Magengrube. Ich würde das Ganze gerne versuchen zu kommentieren, wie so ein richtiger, ne, Wrestling-Kommentator. Aber ich glaube, dafür müsste man zu zweit sein. Ich glaube, das kriegt man alleine nicht wirklich hin. Und ein Vorarm von Bobby Roode's Schädel. So, wir heben ihn auf. Und gefolgt von einem... Ja, oh, ein Konter. Reversal von Bobby Roode. Aber auch wir reverseln und schubsen Bobby Roode fast außerhalb des Rings. Ein kleines Freudentänzchen, das Bobby Roode natürlich überhaupt nicht gefällt. Deswegen gefolgt von einem Bulldog. Ein gefährlicher Tritt in den Rücken. Corgan angeschlagen. Oh, da hängt uns Bobby Roode in die Seile. Und der Ringrichter, der zählt noch nicht mal an. Und da geht es mit Bobby Roode auch schon aufs mittlere Seil mit einem Knee Drop direkt auf unser Gesicht. Ja, wunderbar. Dramatische Pause. Whip-In, beziehungsweise Reversal und noch ein Reversal und The challenger is starting to slow down a bit here. You can bet he's not going to let this golden opportunity slip so easily. You see more motivated than ever heading into this match, which makes me think he still has plenty of fight left in him. Der fängt schon gut an. He still has plenty of fight left in him. Ja, Bobby Roode hier eindeutig in der Überhand. Hier der Nackengriff auf die Nackenmuskulatur. Ja, zum Glück haben wir da nicht viel Muskulatur eingebaut. Damaging that shoulder. Ja, ein bisschen taunten, ja genau. Oh, Neckbreaker, schön ausgeführt, schön ausgeführt. Oh, wir machen ein bisschen Breakdance. Ja, wenn es jemanden gibt, der noch arroganter ist als wir selbst, dann ist es wahrscheinlich dieser Bobby The Root. Zack, aber wir kontern, beziehungsweise reverseln, aber auch er reverselt wieder mit einem Ellbogen in unser Gesicht, gefolgt von einem Schlag direkt vor das Fressbrett. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Oh, ein Kniestoß ans... an den Oberschenkel. Er geht eindeutig auf unsere Beine. Das Cover, aber bei zwei sind wir auch schon wieder draußen. Corgan scheint ein Comeback zu erleben und verdrückt sich natürlich, natürlich. Und der erneute Backbreaker, Neckbreaker. Gefolgt von gefährlichen Tritten von Bobby Roode. Sehr einfallsreichen, sich niemals wiederholenden Aktion. So, wir kontern. Schlag in die Magengrube, aber auch Bobby Roode kontert. Und da ist der Spinebuster. Oh, das sieht gar nicht mal gut für uns aus. Und das Cover. Wow. Aber es kommt noch nicht mal zum Two-Count. Ja, wir sind fertig, wir sind angeschlagen. Da will auch Bobby Roode schon ansetzen zu seinem Finishing Move. Oh, und verdammt. Er bringt seinen Finishing Move. Batch. DDT! Ja, und das Cover. Aber der Ringrichter wartet sehr lange und wir kommen aus dem Cover raus. Bobby Roode kann es kaum glauben. Es ist unglaublich, er muss sich an den Kopf fassen. Gefährliche Tritte ins Kreuz und in den Rücken. Aber nicht mit uns. Reversal, Faustschläge ins Gesicht von Bobby Roode, gefolgt von einem Ellbogen. Und jetzt kassiert er unsererseits Tritte. Corgan ist in Bestform. Ansatz zum Belly-to-Belly-Suplex, aber es gibt erstmal einen Satz warme Ohren und ein Neckbreaker.
Erfolg vom Cover. Rope Break. Na, endlich auch mal zu unserem Gunsten, wo wir kilometerweit vom Seil weg waren. Okay, aber wir scheinen jetzt unsere zweite Luft zu kriegen und da schnappen wir uns Bobby Roode, aber auch er reversalt wieder unseren Signature Move und kontert seinerseits mit einem Spinebuster. That was glorious. But he's running on fumes here. Does he have enough left in him to capitalize? Can he score the pin? Sag, aber auch Kong kommt aus diesem Cover wieder raus. Unglaublich, dieser Willenskraft. This could be it for him, guys. Ja, aber Bobby Roode ist schon wieder in Position. Aber wir kontern mit einem Ellbogenschlag und Kong geht erstmal aus dem Ring. Erst einmal ein bisschen Luft schnappen und den Gegner verwirren. Ja, Bobby Roode ist dumm genug, hinterher zu gehen. Und kassiert erstmal ein Flying Clothesline, gefolgt von einem Kick ins Kreuz. Diverse Schläge ins Gesicht. So, Signature Move von Gorgon. Bam. Außerhalb des Rings. Das Blatt wendet sich zugunsten von Gorgon. Und Bobby Roode sichtlich angeschlagen. Oh, und da schleudert Corbin Bobby Roode in die Ringabsperrung. Corbin unterbricht den Ringrichter. Natürlich nur, um ein weiteres Anzählen weiter rauszuzögern. Weil durch Countout bzw. durch Auszählen können wir den Titel natürlich nicht gewinnen. Faustschläge ins Gesicht von Bobby Roode. Der hängt jetzt erschöpft in den Seilen, aber befördert uns auch übers oberste Seil auf den Apron. So, aber nicht mit uns. Nicht mit uns. So, außerhalb des Rings erst einmal Luft schnappen. Und ein bisschen. Und da provoziert uns Bobby Roode, aber wir lassen uns davon überhaupt nicht beeindrucken und flattern wie ein Idiot mit dem Ärmchen. Ah, jetzt lenkt Bobby Roode den Ringrichter ab. Wir haben Zeit. Oh, da kommt Bobby Roode raus, wir rennen weg. Zurück in den Ring. So, und vielleicht können wir ja jetzt unseren Signature... Oh nein, ein Schlag ins Gesicht. Whip-in in die Ringecke. Und da setzt uns Bobby Roode aufs oberste Seil. Oh, hängt uns ins oberste Seil. Und, ja... Er weiß natürlich, diese Aktion ist nicht erlaubt. Beziehungsweise nur bis zu, weiß ich gar nicht, 5 Sekunden. Ach, Corbin sichtlich am Ende, aber auch Bobby Roode angeschlagen. Und Bobby Roode versucht es wieder einmal mit einem Cover. Ja, aber nahezu der Bewusstlosigkeit gleich kommt Corbin nochmal aus diesem Cover raus, was wohl mehr Reflex war als können. Ja, und Bobby Roode kann es gar nicht fassen und kommt mit dem, weiß nicht, 5. Neckbreaker. This is a grueling championship match. Nobody wants to lose this opportunity. So, wir sind angeschlagen. Wir sind eigentlich am Ende. Und Bobby Roode wieder mit dem Nackengriff. Check out Bobby Roode's offense. Und das Cover. There's the cover. Can he do it? So, aber im letzten Moment kommen wir aus diesem Cover auch noch einmal raus. Wie gesagt, das sind nur noch die letzten Zuckungen und Reflexe von uns eigentlich. Oh. Und ein Schlag und ein Kick. Bobby Roode wird langsam sauer und nervös. So, aber wir reverseln. Und da ist es soweit. Bam! Damit hat wohl niemand mehr gerechnet. Der Finisher von Kong, der Flatliner. Und dem hat Bobby Roode nichts mehr entgegenzusetzen. 1, 2,
3 und den Gewinner, der neue NXT Champion. Wer hätte damit gerechnet? Heißt Corgan. Ja, ein grandioses Match, wobei ihr seht an der Rückblende hier im Prinzip schon, ich habe ein bisschen gemogelt, aber nur ein bisschen gemogelt, weil ich den vorherigen Kampf tatsächlich verloren hatte. Man mag es kaum glauben, aber auch nur aus Gründen der Spielmechanik, weil ich ständig, wenn ich meinen Finishing Move angewendet habe, der Bobby Roode zum Ende gebracht hätte haben müssen, immer wieder Rope Breaks waren. Egal in welche Richtung ich den gehauen und gecovert habe, der ist immer wieder in Richtung Seile gerutscht. Und dann mir so schön gefallen hat, dass ich immer wieder aus dem Cover rausgekommen bin und am Ende dann doch verloren habe, habe ich einfach nochmal gemacht. Ne? So, der Kampf hier, der war ein bisschen weniger aufrührend. Ich habe ihm einfach nur die ganze Zeit vom Kopf geknallt, bis er umgefallen ist. Also wenig spektakulär. Deswegen dachte ich mir, ich mogel hier einfach mal ein bisschen. Aber okay. So oder so sind wir der NXT Champion. Wer hätte damit gerechnet? Wer hätte damit gerechnet? Keiner. Ich dachte sogar schon innerhalb des Spiels, ist es eventuell Absicht, dass man halt gegen Bobby Roode kämpft und sofort einen vor den Kappes kriegt, um zu lernen, wo unser Platz ist. Ne? So als Neuling. Ne? Erstmal zurückgeworfen werden und hey, immer mit der Ruhe, mein Kleiner. Aber nein. Spieltechnisch ist es so, dass es tatsächlich möglich ist, auch relativ einfach sogar möglich war, Bobby Roode zu schlagen. Er kommt zwar aus vielen Aktionen wieder raus, also was seine Reversals angeht, da ist er verdammt hoch geskillt. Der kommt aus den Signaturen raus, der kommt aus den Finishing Moves raus. Der kann alles reversen. Und zwar immer und immer und immer wieder. Das ist zwar erstaunlich. Wir sind ja nur Champion geworden. Das schüttelt erstmal den Kopf hier, dieser Baron Blade. Oh, nett, ne? Nett. Nett. Na, echt jetzt? Das war's schon? Ja, kurz und geschmeidig. Wie Zähne ziehen, ne? Ja, aber sonst genörgelt. Du hast es geschafft. Du bist mein Bester. Du bist der geborene Champion. Das tragen sie wieder so dick auf. Ne? Ach, es war deine Bestimmung. Naja. Ich war wie verzaubert. Am Ende hat jeder einzelne Fan da draußen meinen Namen gerufen. Ja, genau so. Überzeuge das Publikum, dann gewinnst du treue Fans. Die Fanartikel kommen dann später. Schau bei Matt vorbei, bevor du dich verziehst. Er möchte mit dir reden, bevor du gehst. Was ist das für komische Sätze? Wir sehen uns. Ja, ja, das fürchte ich auch. Das fürchte ich auch. Ja, jetzt hätte mir das Grinsen mehr besser gefallen. Sprich mit Matt Bloom. Aber erstmal kommt er hier. Ah, ich weiß, das ist alles ziemlich neu, das ist alles ziemlich Neues für dich. Ich weiß, dass du dein Ziel im Auge hast und hart arbeitest. Du solltest es dir aber trotzdem Zeit nehmen, um mit den anderen abzuhängen. Was macht das Leben hier so viel einfacher? Ja, blablabla. Ja, abhängen ist ja nicht so das Problem, aber immer wenn ich mit euch rede, habt ihr entweder keine Zeit oder wünscht mich zum Teufel oder... Okay, mal ein schneller Blick in die Umkleide. Ah. Jemand. Ich kenne die alle immer noch. Ich kann mir die Namen auch so schlecht merken. Ah, da ist er, der neue NXT-Champion. Reife Leistung-Champ. So. Ne? Ich hab voll gewonnen. Ich bin nämlich voll gut. Und das war auch überhaupt nicht geskriptet, dass ich gewonnen habe. Nein. Jetzt bin ich auch gespannt. Jetzt muss ja Matt Bloom auch irgendwas zu sagen haben. Hier, komm. Motivier uns. Hey, Kleiner, wow. Das hat die Leute echt von den Sitzen gerissen. Ich wusste, dass du es drauf hast. Von Anfang an. Ja, genau das wollte ich.
Ja, du kannst darauf wetten, dass von jetzt an auf der Überholspur zum Erfolg bist. Liefer weiter so tolle Kämpfe ab. Triff weiter die richtigen Entscheidungen, gewinne das Publikum für dich. Dann wirst du eines Tages im Hauptkampf bei WrestleMania auftreten. Davon träumt wirklich jeder und du könntest es schaffen. Für seine Unterstützung war er für den Arsch. Ja, da alle gesehen haben, was ich im Ring so kann, beginnt meine Geschichte so richtig. Es gibt nach einem Kampf solche Momente, ja. Alles andere war nur Vorgeschichte. Und das ist jetzt das große Ding. Und das ist auch eine echt große Sache. Machen wir uns nichts vor. Hör zu, ich muss weg. Gute Arbeit, Kleiner. Du hast ihn echt zerlegt. Ich bin stolz auf dich. Ja, ja, ja. Bazinga und so? Ja. Triple H, hier Büro, hallo, wir sind Champion, wir wollen mehr Geld. Hallo? Oh, keiner da. Na, no. Ich kann auch nichts durchsuchen, schade. Hey, der Money in the Bank Offer? Ja, dann bleibt uns wohl scheinbar nichts anderes übrig. Ey, nicht den Titel über die Schulter, ne, das wäre noch lässiger, wenn er hier so... Ach, hier, ein paar Gratulationen, 3-4 Leute, die vielleicht geklatscht hätten im Hintergrund, aber nein. Hier, Harry, hol mein Auto. Ja, komm, hol das Auto. Ja, und das war's dann auch schon für diesen Part. Ja, was heißt, das war's auch schon? Ich meine, wir haben in diesem Part eine ganze Menge erlebt. Wir haben Bobby Root hinterhältig vor dem Kampf unterbrochen und im anschließenden Pay-Per-View bei NXT TakeOver konnten wir Bobby Root den Titel, den Champion-Titel entreißen in einem spektakulären Kampf. Auf Leben und Tod, möchte man meinen. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wir haben den Titel, jetzt muss es ja eigentlich steil bergauf gehen für uns. Aber wie genau es weitergeht, das sehen wir dann im nächsten Part von WWE 2K18. Ich bin euer Korgen, bis dann.